fuck. Ja. Ah, fuck. Leute mit Gewehr, schlecht, ja, oder? Scheiß Doppelhaus, kacke. Fuck. Naja, besser als zu sterben. Ja, was ist mit dem Typ im Innenhof gewesen? Hat der, also, oh Mann. Hätten wir mit dem reden sollen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, Timsche. Gut, was? Na, scheiße. Jede Menge Munition gebraucht. Pavel ist zurück. Wo ist er? Ja, da oben. Sehr hungrig. Sehr hungrig und müde. Okay. Immerhin hat es ihn zufrieden gemacht. Aber wir müssen heizen, Timsche. Oh ja, wir müssen heizen. Dringend heizen. Okay, Doppelhaus war jetzt nicht cool. Nee. Das war blöd. Das war wirklich ziemlich doof. Scheiße. Mensch. Das hatte ich aber auch nicht so... Naja, egal. Was soll's. Es gibt Ratte. Feinste Ratte. Ja, also langsam nimmt's ab, aber langsam halt, ne? Irgendwie so. Sollen wir mal wieder so ein... Wir züchten doch sowieso nichts. Wir können da auch mal so ein Ding wieder reinwerfen. So ein Dünger? Ja. Ja gut, dann nimm halt das da. Wir düngen ja sowieso nichts, oder? Ja, ich weiß nicht genau, wo man... Achso, man braucht dieses Gemüsebeet-Dings. Mhm. Wir wollten... Lass uns doch jetzt mal gucken mit dem Upgrade unten. Was denn dieses... Was ist das? Metall? Nee, Eisen? Diese, genau, das Ding da. Die Metallwerkstätte, genau. Ich weiß gar nicht. Ach, verkehrt. Ich hatte die noch nie auf der ausgebautesten Stufe. Oh je. Hm, ja. Schaffen wir noch nicht. Okay, wir brauchen auch... Was ist das denn? Denkst du die... Mixer. Mixer. Wahrscheinlich um Munition oder so herzustellen. Ich glaube, wir können, glaube ich, einen Mixer herstellen, oder? Ja, das glaube ich auch, aber... Ja, also nicht hier, sondern drüben. Wir könnten einen Helm herstellen, ja. Die könnten wir reparieren. Vielleicht das Schutz gegen Kugel und Messer. Ach ja, mal. Ach, wir haben überhaupt keine Waffenteile. Aber der Typ bei der Autowerkstätte hatte einen Waffenteil, gell? Ja. Können wir ihm sein eines Waffenteil abkaufen und eine Säge herstellen. Und dann, wobei, wir können ihm auch gleich eine Säge abkaufen. Ja, genau. Je nachdem, wie teuer die ist. Ich weiß nicht so genau, was du davon halten sollst. Ja, ich bin jetzt verunsichert. Wir haben schon wieder ein Holz verholzt. Die Slater soll nochmal eins draufhauen. Oder? Ja. Schauen wir mal, wie der aktuelle Stand ist. Essen ist schon okay, das passt schon. 45 Holz, wie viel Wasser haben wir noch? Ach so, hier, das müssen wir erst schmelzen. Wir haben auch immer noch 15 Wasser, also. Okay, sollen wir hier 4 Schnee schmelzen? Ich weiß nicht, also lass uns doch Schnee schmelzen, wenn wir dann wirklich kein Wasser mehr haben, okay, oder? Ja, macht Sinn. Auszögern, solange es geht. Ja, also... Okay, wir brauchen eine Strategie oder eine Taktik oder sonst irgendwas. Oder irgendwas irgendwie. Ja, ich bin jetzt echt ein bisschen verunsichert durch das Doppelhaus. Also wir haben noch diese Villa. Ja. Noch irgendwas. Zerstörtes Haus oder so, wo wir gucken gehen können. Ja, wir gehen auf jeden Fall gucken, also gucken müssen wir. Ja, klar. Ja. Jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt zu Hause machen. Also wir haben jetzt keine konkreten Projekte oder so, außer halt den Ofen am Lauf zu halten. Schnaps brennen ist halt geil zum Tauschen, aber braucht halt Wasser. Ja, wir können ja mal gucken, was wir noch so bauen können, ne? Ja. Mal einen Überblick verschaffen. Also, wir könnten natürlich... Was? Ah, da ist der Mixer, genau. Was kostet denn so ein Gemüsebeet? Das da. Bestandteile brauchen wir für. Okay. Düngemittel, einige Kräuter. Kräuter ist doch... Kräuter ist kacke, aber es gab doch noch dieses andere Ding. Man kann doch auch Gemüse ziehen. Ja, ja, komm. Ja, auf jeden Fall. Und das ist doch schon die fortschrittliche Werkstätte. Die können wir doch auch nicht mehr upgraden. Ja, aber das Ding muss man noch upgraden, glaube ich. Achso, den Kräutergarten kann man upgraden zum Gemüsegarten. Ich ich meine, so war das. Okay, na gut, oder? So oder so. Wir können das Ding nicht bauen, wenn wir nicht genügend Bestandteile haben. Ja. Heißt, wir müssen halt im Fall mit dem Franco mal tauschen oder so. Weil jetzt so viel finden, tun wir jetzt ja gerade nicht mehr. Aktuell, nee. Ne? Wo ist der Mirko? Ist der am... Ah ja, der schläft. Okay, gut. Marco. Mirko. Spielen schadet nie. So, 14 Grad. Morgen müssen wir halt mal wieder
ran, ne? Was sagt denn der Holzvorrat gerade? 45 oder so. Okay. Okay, reicht auch. Immer noch safe. Ja gut, die Autowerkstätte hatte doch eh noch auf dem Dach ein bisschen Kram, oder? Ja, oder wollen wir das dann wirklich, wollen wir halt einfach eiskalten Schnappes? Haben wir noch, was haben wir denn an Alk? Haben wir noch Alk? Da, wir haben zwei reine Alk. Wir könnten halt auch versuchen, so eine Bandage zu tauschen, ne? Ja. Oder eine Kräutermedizin für den Vater irgendwie so. Ja, vielleicht fahren die da total drauf ab. Weiß man nicht. Ist halt die Frage, ob die halt wertig genug ist für so eine Säge. Weil im End brauchen wir, also ich glaube, eine Säge ist dann schon teuer, wenn die halt aus einem, mit Bestandteilen und einem Waffteil irgendwie hergestellt wird. Weiß ich nicht, ob die... Wir können es probieren. Ja, im Zweifelsfall. Oder wir gehen halt irgendwie ins zerstörte Haus oder in die Villa oder so. Ach so, ja, das können wir natürlich auch nochmal irgendwie. Dass wir jetzt die Autowerkstätte uns als Option offen lassen für, wenn wir nicht irgendwo hin wollen, wo es gefährlich ist. Ja. Wie blöde Doppelhaus-Kacke. Blödes scheiß Doppelhaus, ey. Ja. So ein blödes Doppelhaus, blödes. So ein blödes Ding. Ein paar Gedanken, sage ich dazu nur. Okay, blödes dann würde ich sagen 1.50 Uhr. Wir haben nur eigentlich noch jede Menge Zeit, ne? Ja, aber wir haben jetzt nichts zu tun. Wir können auch vorspulen, ne? Ja, spulen wir vor. Jo. Ja, also, zerstörte Villa oder kleines Wohnhaus? Was gibt's denn wo? Lebensmittel, Medikamente, Waffen, Teile, Gefahr. Und da ist ungefähr das Gleiche. Deserteure der Armee hier. Es könnte gefährlich. Gelagert. Ach, wenn der Militär ist, da können wir halt im Fall halt auch wieder mit Schnappes tauschen, wenn die halt cool. Also aber das sind Deserteure, das ist kein Militär, das kann ja, halt ja, klar, schon. Aber halt, ne, Ex-Militär säuft auch gern ein. Mhm. Bestimmt. Ja, wenn sie uns nicht direkt totschießen. Ja, das wäre aber fies vom Spiel ins Board, wo du direkt, ne? Wohnhaus oder Villa? Also Wohnhaus. Okay. Deserteure ist, scheint mir auch ein bisschen. Bisschen zu krass. Ja, ja, bisschen gefährlich. Okay, lass uns die Axt mitnehmen. Damit Axt Tim schön. Soll ich auch so ein, so ein Brecheisen. Ein Brecheisen, ja. Nimm's mal mit. Achso, das ist irgendwie, das ist ja Pavel. Nee, den will ich nicht. Huch, wie ist denn das passiert? Hör, da ist irgendwie die Reihenfolge durcheinander. Ja, das ist ja fies. Achso, und Slata kann übrigens auch im Bett schlafen. Hä, was ist denn los? Oder? Die können auch alle im Bett schlafen. Komisch. Sehr merkwürdig. Komisch, komisch. Erbrechstange und Dings die, okay. Plündern. Ja. Okay, ich werde ganz vorsichtig sein. Oh boy. Ich gebe mein Bestes. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich kann es nachvollziehen. Okay. Achso, Gerüchte über Banditen. Okay. Ich sag das! Alter, ernsthaft? Nein. Klau doch erstmal. Ich gucke erstmal. Schau doch erstmal. Ah, ja, ja, ich glaube, ich war da mal. Nimm doch erstmal, was da liegt. Ich bin ein bisschen beschwipst. Der hat auf jeden Fall eine Pistole da oben. Okay, und die da unten hat einen sitzen. Das ist ja schon mal sympathisch. Mensch! Da liegt der Schnaps vor der Tür. Mhm. Geiler Scheiß. Okay. Okay. Kommt hier auch nirgends hoch, ja, das heißt... Ach so, das war jetzt die Wahl quasi. Entweder ich zerhack das Ding oder ich nehme mir den Schnaps raus. Mhm. Ist ja auch interessant. Jetzt ist die weitergelaufen. Oder der. Weiß man nicht genau. Ah ja, gehst mal rein, oder? Und dann ist jetzt halt die Frage, machen wir jetzt da einen auf Sneaky und verstecken uns in diesem Dings, oder... Ja, machen wir schon, oder? Also wenn die uns entdecken, dann ist ja immer noch okay. Aber wenigstens probieren halt unentdeckt zu bleiben, oder? Ich gebe mein Allerbestes. Frage mich hier, das Wetter, ja, heute Abend wird das Wetter dunkel sein, schätze ich mal. Dunkel. Huch. Was ist los, Timschen? Nix. Ich bin nur am Überlegen, wo wir. So, du hast geübt quasi. Ja, da kannst du rein, glaube ich. Erst im übernächsten Raum schläft wer. Was? Ich habe eine Aufgabenliste gefunden. Es muss sich um eine Gruppe mit einem groben System handeln. Dieser Punkt ist interessant. Wer hat den Alk hinter dem Scheißhaus gelassen? Macht den Scheiß gefälligst sauber. Alk hinter dem Scheißhaus. Okay, wo ist das Scheißhaus? Draußen. Nein. Oh. Es ist...
unsympathisch, unsympathisch. Ich würde ihn sofort niederbeilen. Ja, also, hast du schon mal probiert? Nee. Sollen wir es probieren? Ja, ich weiß nicht. Es ist halt die Frage, ob da One-Hit reicht oder ob, weil wenn nicht, dann sind wir tot. Ja. Dann knallt er uns ab und... Wir sind tot. Wir sind tot, 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 tot. Keine was? Für was? Was ist das? Wir, keine verdächtigen Leute, wir brauchen nicht noch mehr Ärger. Nee, nee, wir sind total unverdächtig, Alter. Ist da eine Tür oben? Nicht genau. Probieren wir es mal, oder? Na gut, es gibt noch viel zu tun. Zum Beispiel hinter Scheißhaus gehen den Alkohol, du Nasenbär. Ja, mach mal. So, ich bin hier geheilt ohne Ende. Oh Mann. Aber das mir, eigentlich ist mir das zu stressig, ne? Das ist voll unsympathisch hier. Das macht das nicht cool. Weiß man halt nicht, gell? Sind die jetzt, also. Schießen die gleich oder sagt der erstmal nur so, hey, verschwind hier, das ist unser Haus oder so. Weißt du? Ja. Ich glaube, das ist eher so. Im Prinzip. So ganz so aggro wirken sie eigentlich erstmal nicht, ne? Ja, ich glaube, das ist auch so. Wenn die dich entdecken, dann. Ui, nice. Dann sind die erstmal so, ey, was willst du hier, verschwinde? Nichts, na toll. Tolle Wurst. Alter. Ah, geil. Vielen Dank. Die Teile. Wenn wir da jetzt rumhacken, fällt es wahrscheinlich auch. Sicherheit. Oh Gott, Schießgewehr. Mhm. Ah, nicht gut. Stück zu. Spiegeln. Okay, wir haben noch ein Drittel Nacht über. Wo sind denn die da unten? Oh, da ist einer. Hm? Ja, da habe ich ein Geräusch gesehen. Ah, ja, ist das? Da ist was, ja. Da, Tür zu. Ich brauche jetzt frische Luft. Okay, dann, ja, wo gehst du hin, Kollege? Hallo? Weiß man nicht, nein? Bewegt sich hier oben was? Nee, da bewegt sich gerade nix. Okay, wir können da rein. Frage jetzt, ob wir weiter. Ah, da ist das Pistolenmann. Da ist auch einer. Der kommt gerade in unsere Richtung. Okay, also wenn dann. Geht's. Ja, wir sind schon weg. Tschüss. Tschüss. Versuch das nicht nochmal. Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Ach, wir sind voll die Mädchen, ey. Ja, aber man stirbt halt so schnell. Ja, Tod, ja. Tod ist tot. Das ist halt auch einfach fies. Ja, ja. Okay, Tag 28, wir haben die Nacht überstanden. Ich würde sagen, wir... wir brauchen eine Pause, wir ja. Wir brauchen eine Pause. Auf jeden Fall. Gut, er ist auch ganz happy, ja. Ja, ja, ohne eine Schramme, der ist sehr froh, ja. Ja, Alter. Ein bisschen was haben wir auch mitgenommen, ja. Aber er fühlt sich wieder ein bisschen unwohl, naja. Schon wieder? Naja, gucken, wie es nächstes Mal ist. Vielleicht fühlt er sich ja nicht unwohl oder so. Ja, wir werden es rauskommen. Okay. Dann sehen wir uns nächste Folge. Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Dann. Ciao, ciao. Tschüss.